Spanien hatten wir, ich war doch Sekretär der Syndikalistischen Internationale, wie ich bereits gesagt habe, seit 1922, als er gegründet wurde. Und Spanien war ja sozusagen das interessante, wichtigste Land für uns. Außerdem, ich bin ja nun Anarcho-Syndikalist, nicht erst seit jetzt, schon vor dem Ersten Weltkrieg war ich es. Und hier in Spanien war die Möglichkeit vorhanden, dass sich eine Revolution nicht im marxistischen Sinne die Macht im Staate zu erobern, sondern ohne den Staat, ohne politische Parteien, von der arbeitenden Bevölkerung selbst die neue Gesellschaft, die sozialistische, freie Gesellschaft aufzubauen. Und das war es, was mich dann festhielt in Spanien. Und selbstverständlich, ich gehörte zu den Spaniern. Ich wurde ja übrigens von Hitler ausgebürgert, weil ich doch gegen den Hitlerismus gewesen bin. Und in Frankreich hat man mich dann die republikanische Regierung, wurde ich spanischer Staatsbürger, Mitbürger. Sodass selbstverständlich, ich machte die spanische Revolution zu meiner eigenen Sache. Und sie war schon, das war auch von den spanischen Gesinnungsfreunden so aufgenommen worden. Ich gehörte zu ihnen. Ich war einer der spanischen Mitkämpfer gegen den Faschismus und gegen die allgemeine internationale Reaktion. Ja, du fragst immer wieder, wieso. Aber das war der erste offene Kampf gegen Faschismus. Und die Idee war, was ja auch alle glaubten, hier werden wir, ist der erste Punkt, wo der Faschismus geschlagen wird, das wird sich rückwirken auf Deutschland, auf Italien, auf Ungarn, auf Polen. Das war so die ersten Möglichkeiten zu sehen, wie man Faschismus also schlagen kann, offen. Dass offene Kämpfe waren. Das war natürlich auch mit dem Grund bei vielen. Die Namen von deinen Büchern. Also, wo sind die? Huesca? Huesca ist hier. Das erste, nicht wahr? Ja. Aha. Das andere? Zweite? Alcaniz? Ja. Alcoriza? Ja. Da warst du. Dann war. Was noch? Alcaniz. Alcaniz, Kalanda, Alcoriza, Alcaniz, Alcoriza. Pina, Ortschaften in Spanien. Vor knapp einem halben Jahrhundert verlief dort die Aragon-Front. Das war ein Bürgerkrieg der Faschistengeneräle gegen die Spanische Republik. Mit den Namen dieser Orte verbinden sich alte Kriegsgeschichten. Aber nicht nur das. Zur selben Zeit hat dort ein beispielloses soziales Experiment stattgefunden. Die Bauern, Tagelöhner, Handwerker und Arbeiter haben Landbesitz und Produktionsmittel kollektiviert und zum Teil auch das Geld abgeschafft. Und das alles auf Eigeninitiative und in eigener Verantwortung. Es war also keine blutige Staatsaktion wie Stalins gewaltsame Kollektivierung in der Sowjetunion, wenige Jahre zuvor, sondern tatsächlich eine Revolution von unten, eigenartig und selbstständig von Dorf zu Dorf. Von Betrieb zu Betrieb. Ausgelöst wurde diese Revolution von den Anarcho-Syndikalisten, eine Bewegung, die in Spanien Tradition hatte. Ihre Gewerkschaft, die CNT, war 1936 mit 1 Million Mitglieder eine bedeutende politische Kraft. Alcaniz, Alcoriza, Pina. Wir suchen Spuren und Erinnerungen an dieses andere Spanien. Das Spanien, das aus dem Geschichtsbewusstsein verdrängt wurde. Wir begleiten Clara Thalmann und Augustin Sushi. Beide waren Zeugen der Revolution.
Augustin organisierte damals die Auslandsinformation der Anarcho-Syndikalisten. Clara kämpfte in der Kolonne Doruti an der Aragon-Front. Beide haben sich zum letzten Mal 1937 gesehen. In Barcelona. Clara Thalmann, heute 75 Jahre alt, wuchs als Kind in einer 10-köpfigen Arbeiterfamilie in Basel auf. Schon frühzeitig wird sie Mitglied der kommunistischen Jugend. Hier lernt sie auch ihren Mann Paul kennen. 1929 werden beide wegen ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Stalins Politik aus der Partei ausgeschlossen. Im Spanischen Bürgerkrieg kämpfen sie auf Seiten der PUM, einer Partei der kommunistischen Linksopposition. 1937 werden sie in Spanien von Stalins Geheimpolizei, der GPU, verhaftet und mehrere Monate interniert. In Frankreich schließen sie sich später der Résistance an und organisieren von Paris aus Schiffspassagen für politische Flüchtlinge. Nach dem Krieg lassen sie sich in Nizza nieder, wo sie sich mit dem Verkauf von Blumen und journalistischen Arbeiten über Wasser halten. In den 50er Jahren gründen sie die Sirena, eine Art Landkommune, die bald zum Treffpunkt junger und alter libertär denkender Genossen wird. Pavel Thalmann, wie ihn seine Freunde nannten, ist vor 2 Jahren gestorben. Warum bist du an die Front gegangen? 1917, 18 war die russische Revolution. Und da waren wir alle begeistert. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch schießen lernen. Denn wenn es hier losgeht oder irgendwo, dann muss man wissen, dass man schießen kann. Und dann in der Schweiz hat ja jeder Soldat sein Gewehr zu Hause und auch Revolver. Und da sind wir in den Wald gegangen und haben gelernt zu schießen. Und mit blinden Patronen natürlich. Und da habe ich schießen gelernt. Und wie ich dann nach Spanien kam, war ich dann begeistert und gesagt, ich kann ja schießen, was soll ich machen? Ich muss, irgendetwas muss ich machen in zur spanischen Revolution zum ersten Mal in der Geschichte, dass eine Revolution von unten auf gegangen ist. Und dann da habe ich mich dann sofort engagiert. Die haben mir zwar geraten, ich soll doch im Büro arbeiten oder ja, als Krankenschwester oder irgend so eine Arbeit, das wollte ich nicht. Ich wollte mit an die Front. Warum? Eben, weil ich schießen konnte. Der Lebensweg von Augustin Sushi ist eng verknüpft mit den Freiheitsbewegungen dieses Jahrhunderts. Als Sohn einer Handwerkerfamilie wurde er 1892 in Oberschlesien geboren. Schon 1911 wird er Schüler von Gustav Landauer. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs flieht er als Kriegsdienstgegner nach Schweden. Ab 1919 ist er Mitglied der anarchistischen FAUD, Freie Arbeiterunion Deutschlands, und reist als deren Beobachter 1920 in das revolutionäre Russland.
Während der Weimarer Republik arbeitet Augustin mit Rudolf Rocker und Alexander Shapiro als Sekretär der Internationalen Arbeiterassoziation. 1933 verlässt er Deutschland, kurz nach der Verhaftung seines Freundes Erich Mühsam. Nach 3 Exiljahren in Paris wird er Spanier und arbeitet für die Anarcho-Syndikalisten in Barcelona. Als Franco 1939 siegt, flieht er nach Frankreich und wird dort von den deutschen Truppen interniert. Später gelingt ihm die Flucht nach Mexiko. In der Folgezeit arbeitet Augustin als Journalist und hilft beim Aufbau der Gewerkschaften in Lateinamerika. Später finden wir ihn bei Fidel Castro in Kuba, bei Martin Buber in Israel und zuletzt 1975 bei der Revolution der Weißen Nelken in Portugal. Nach über 30 Jahren Exil kehrt Augustin Mitte der 60er Jahre nach Deutschland zurück. Vor einigen Jahren setzte seine langsame Erblindung ein. Wir bekommen so viel von allen Ländern, aber diesen Artikel will ich lesen, weil mich damit beschäftigt. Landwirtschaft. Den werden wir bei Gelegenheit ganz mal vorlesen später. Ja, natürlich. Das kann ich sehr gut lesen, Befreiung, aber das nicht mehr. Das ist zu klein geschrieben? Ja. Und die Lupe? Mit der Lupe? Geht's trotzdem nicht. Geht auch nicht. Ich habe sie zwar mit mir, ich habe da noch eine andere in meinem Koffer. Und trotzdem, diese 2 Lupen, zu Hause habe ich ganz große Lupen, geht auch nicht. Cosa che mi interessa, io ho visto, stavo in tanto, nel 1936, io stavo visitando uno 20 collettivi d'Ales, sì. Aragon, Catalogna e Italia e Venezia. E alcuni tenevano il mismo salario per tutti, sì. Altri tenevano senza salario, sino tutto quello che necessitavano ricevieron, e altri, hasta non so che, tengo che scritto questo, hanno fatto un papel que vale dinero. Sí, aquí había unos cartones. Aquí, ¿Cómo estaba aquí? ¿Eh? ¿Cómo estaba aquí? Ganz der Anfang. Sí. Unos cartones que llevaban un precio de 2,50, 2 pesetas y 5 pesetas, y con eso se canjeaba. Uh-huh. Y allí abajo, donde está ahora la fonda, allí estaba toda la tienda metida. Uh-huh. De ropas, comestibles y de todo. Y se suministraba, y cuando íbamos a segar, a recoger el cereal, la cosecha, pues suministrábamos por la mañana, por cada uno daban 2 litros de vino, la carne, y se comía todo allí en grupo. Uh-huh. O sea, cada grupo tenía comida en el campo. Uh-huh. Y se iba recogiendo y se iba haciendo todo bien. ¿Y cómo es el primer día? ¿Cómo empezasteis con lo de las colectividades? Quiero saber. Pues el primer día. Sí. Pues en el primer día me parece que éramos 16 que se hizo la colectividad. 16. ¿Pero quién lo organizó? ¿CNT? Y sí. Luego vinieron los demás. ¿Cuántos miembros tenías? Pues aquí en aquellos tiempos me parece que estábamos en el sindicato. Yo entonces tenía 17 años. ¿Y cuántos habitantes aquí? Aquí pues entonces había sobre unos 3.000. ¿3.000? Sí. Uh-huh.
Bueno, que hubo las cosas que para comer, etcétera, gratis para cada uno, ¿eso? Sí, sí, o sea, ibas al campo, luego se hicieron aquí abajo unas cuadras de animales y las mulas, todas las mulas iban allí. Allí había uno que se cuidaba, o sea que llegabas por la noche, dejabas allí las mulas, había un carpintero que se dedicaba a hacer los aparatos que se rompían de estacas de los yugos, los timones, y había uno que se cuidaba de las mulas. Por la mañana nomás tenías que ir allí, coger las mulas y marcharte al campo. Llegabas por la noche, descargabas y ya estabas listo hasta el otro día. ¿Cuántos años tienes tú ahora? Ahora yo voy a cumplir 64. ¿64? 64. Yo tengo 90. ¡Oh! Fíjate. La guerra. Das ist hier das Rathaus. Rathausplatz. En este pueblo siempre había venido muchos militares y venía de todo. Aquí nos ha pasado mal. Aquí el que no ha querido trabajar puede pasar hambre. Pero el que ha querido trabajar aquí no se ha pasado hambre nunca. Trabajar mucho. Sí. Con las colectividades, o sea, tenéis que... Y con la colectividad también, aún no estaba casada yo. ¿No estabas casada? No estaba ¿verdad? Casada. ¿Verdad? ¿Qué te acuerdas entonces? O sea. Pues mira, yo íbamos a trabajar donde nos mandaban a escononar remolacha. Sí. A coger olivas, panizo y todo eso. Ella sí que ¿Tenías el mismo sueldo que los hombres? No. Sí, no nos daban nada. Bueno, o sea, pero al menos no tenías necesidad. O sea, aquí yo tengo entendido que Oye, se abolió el dinero. Perdona. Sí. Perdone. Ah, perdona. Perdona. Mira, entonces no íbamos a trabajar, que no que lo diga Antonio. No te acuerdas tú, Antonio. Y no nos daban nada. Al fin de la semana, eso nos daban cartones. Sí, que tenían una tienda sí. Y teníamos que ir a buscar pan sí. Y algún par de pantalones o algún sí. Par de alpargatas. Y con los cartones pagaba, o sea, sí, pero afuera no podíamos ir con claro. Aquello, nomás aquí a la sí. Tienda. Sí, pero estas mujeres libres no nos podéis decir nada. No, eso no. Pero pues, ¿eras libres? O sea, ¿os sentíais libres? ¿Podíais hacer lo que queríais? Ay, sí, que hacíamos lo que queríamos. Pues entonces eras mujeres libres. Vaya, estábamos solteras, yo pues se podía ir donde me daba la gana. Pero no se hacían pero esas no cosas. Se hacían esas metidas cosas en ahora. Política y tal. No, yo nada, yo no me he metido nunca en ningún sitio. No. Cuestión de trabajar y no nos hemos ocupado nunca de nadie. Sino, ahí está el Antonio. ¿Verdad, Antonio? Con la concha. A bailar. Claro que sí. ¿Vas tú auch y mujeres libres? ¿Vas? Warst du auch? Ich hatte Verbindung, ich kannte einige. Natürlich. Aber sonst, ich war ja dann immer an der Front. Was für Aktivitäten haben Sie gemacht? Die Mujeres Libres, oh, die haben Versammlungen gemacht, die haben Aufklärungsarbeit, die haben für Gleichberechtigung, aber zum Beispiel die wollten keine Abteilung für Frauen, so wie das andere gemacht haben, nur, dass nur Frauen da sind, die haben geschrieben und agiert für Gleichberechtigung. Die haben gesagt, vor allem die spanischen Männer, die sind in ihrer Tradition sowieso macho, also Machisten. Und man muss genauso die Frauen und noch mehr die Männer erziehen, dass sie für Gleichberechtigung sind, der Frau. Und das ist aber eine schwierige Aufgabe gewesen, das sicher. Aber ich kenne viele Anarchisten, die es nie richtig geschafft haben. Es gab einige, die dann gesagt haben, also in Versammlungen, Diskussionen, haben sie gesagt, ja, ist schon richtig, aber
Ja, heute noch merkt man mehr denn je. Damals war es schon, also vor allem in der ersten Zeit, dass die Frauen überhaupt mal ins Café gingen, dass sie auch an Versammlungen kamen und auch an Versammlungen gesprochen haben. Das war interessant und das hat sie auch angespornt, die Frauen, dass sie also sich auch betätigen wollen und können. Tú vives en Alemania. Sí. Voy a decirte, durante 40 años se ha estado... Que, mira, una reunión así, hubiesen venido aquí y te hubiesen limpiado. No podías juntarte a hablar ni 4 y 5. Durante juntos, en una casa no se podían juntar a hablar 4 o 5. ¿Al comienzo o durante no sé. Todo el tiempo? Durante los 40 años. Por nuestras formas de pensar, yo creo que ellos también, yo que soy muy joven, he tenido muchos problemas. He tenido muchos problemas. ¿Comprendes? Y durante 40 años se ha llevado todo a la inversa, contrarrestando, haciendo una visión completamente, no sé, endemoniada de todo aquello. Es decir, un anarquista te lo dibujaban un tío con una pelliza, un par de pistolas matando gente. Y una visión desastrosa de cara. Y más aún, esto lo presentaban como un delincuente de tal barbarie que casi ni lo nombraban. Si lo nombraban en ese sentido, y de tanto en tanto quien te nombraban era a los comunistas. Pero lo otro ya como una cosa de tan mala, ya como desaparecido y muerto. Como que eso ya... Ahora es lo mismo que llaman terrorismo, ¿no? O sea, bueno, la opinión general... No tenía calificativo para esta gente. No tenía calificativo que donde pescaban a uno ese lo limpiaban. Sí. ¿Comprendes? Lo de la colectividad de Albalate, si os puede dar detalles exactos y con todos los peros y señales, pero tiene que ser así. Es lo que nos interesa, testimonios vivos. Claro. Ahora, yo aquí, sí, no sé el tiempo que tenéis, pero yo os puedo presentar un señor que os puede dar datos, pero bastante... Porque personas que lo vivieron, ¿no? ¿Es aquí? Sí, 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 sí. Entonces vamos a ver, porque no sabemos, decimos que está a las 8 allá en Mozón. Entonces, o tal vez mañana vamos a Binefa y vamos a venir de todos modos pasando aquí. Y podemos hablar con él cuando él quiere. Cuando él puede, pues, si tenéis el tiempo ahora tan ajustado, sí, y me decís a qué hora pasaréis para pasado mañana, pues yo entonces ya lo preparo. Ajá, muy bien. Yo ya tenía 30 años. Oh. Ya tengo 77. Oh. Bueno. Pues 77. Sigue con lo de las comunidades. Bueno, ya bien, de... ya si queréis os dejar un libro escrito por Carrasquel, que está muy bien, porque... Pues... Bueno, sígueme el show. Entonces, me invitaron, por cierto, yo os hablo de mi vida. Como la mayoría era el ambiente libertaria, los viejos y los jóvenes, pues no hubo oposición. ¿Me comprendes? También nosotros les dimos libertad, si algunos se querían formar un grupo afines, ¿me comprendís? Pues se les dio paso. Por ejemplo, a Hilario, a Gabriel, a Yesta y a todos estos, se les dio esta facilidad, ¿me entiendes? No hubo oposición. Y aquellos hombres, jóvenes y viejos, todos estuvieron a nuestro favor. Sí. Para que los vayan. Y, claro, luego vino el avasallamiento de Carlos Marx. ¿Comprendes? A la comarca. Y tuvimos que sucumbir de muchas cosas. Pero nadie, ¿os forzó? Los viejos estaban más fuertes contra el fascismo
Contra el fascismo comunista, porque los de Carlos Marx eran comunistas, ¿no? Y el ambiente toda la teníamos a nuestro favor. O sea, lo que hacíais vosotros era comunismo libertario. Sí, exacto, exacto, Das ging sehr gut mit der Kollektive. Erstens haben sie das Geld aufgehoben, nicht überall, aber haben dann also für die Familien, für jedes Kind, für jede Frau, die konnten mehr einkaufen. Jeder, der arbeitet bei den kam, bekam einen Zettel und damit konnte er kaufen, was er brauchte. Und dann wurde ein Consejo gewählt, ein Vertreter, die mit der Ware in die Stadt ging. Und die Mitglieder konnten sie also bestellen und sagen, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Wenn sie zurückkamen mit, mit dem Material, zum Beispiel haben wir gesehen Schuhe. Das war so typisch. Da kamen sie mit weiß Gott wie viel Schuhen. Und da konnte jeder Schuhe auslesen. Und das habe ich erlebt. Da haben Frauen 3-4 Paare Schuhe, hatten sie noch nie so solche schöne Schuhe gehabt. Und die Bauern waren mit Reifen von Autos haben sich zugeschnitten, haben noch nie, oder Albach Gattas, hatten noch nie solide Schuhe gesehen und haben sie Schuhe genommen bis und mehr als sie brauchten. Und die Versorgung war auch viel besser als wie bei den Privatbauern. Und das Leben war, dass die Arbeit auf der Kollektive war viel lustiger, war nicht so schwer, weil alle zusammengearbeitet haben. Und da kamen dann einzelne Bauern dann doch auch in die Kollektive, weil sie da freier waren. Es war lustiger. Es war eine große Begeisterung. Da wurde gesungen während der. Wichtig ist auch noch Folgendes, dass hier die Kollektivierung freiwillig war. Ja. Niemand wurde gezwungen, besonders in diesem Dorf, wo wir jetzt sind. Ja. Dann haben einfach alle traten dem Kollektiv bei, nur zwei nicht. Das sagte mir gestern gerade der Bürgermeister hier. Ja. Und diese beiden, die haben dann für sich gearbeitet, sie wurden nicht gezwungen. Es kam natürlich, es war ja eine Revolution. Und in der Revolution kann man nicht, alle Menschen sind nicht gleich. Da können Gewaltvertat mitunter hier und hier vorkommen. Das mag es auch gegeben haben, Dinge, von denen wir nicht. Aber im Allgemeinen war das nicht der Fall. Im Allgemeinen vollzog sich diese Umwandlung von kapitalistischen System zum freiheitlich-sozialistischen auf pazifistischen Wege. Spanien 1936. Der Putsch des General Franco scheitert zunächst an den bewaffneten Verteidigern der Republik. Aber nicht die bürgerlichen Parteien haben den Faschismus aufgehalten, sondern das niedere Volk, die Arbeiter und die Besitzlosen. Und die haben sich selber mobilisiert. Movilisation. Das bringt Bewegung ins Gefüge der spanischen Gesellschaft.
Kampf gegen Franco ist der Kampf gegen den Faschismus. Doch der Widerstand richtet sich nicht nur gegen die Generäle, sondern auch gegen die, die sie gerufen haben. Die Großgrundbesitzer, die katholische Kirche, das Kapital. Für die Armen bedeuten soziale Revolution und Antifaschismus dasselbe. Wer für die Republik kämpft, kämpft auch um Brot und Land und Freiheit. Und um Schuhe aus echtem Leder. Die Begeisterung des Aufbruchs ist gewaltig. Aber die internationale Lage sieht schlecht aus. Das mächtige Nazi-Deutschland und Italien unterstützen Franco. Die westlichen Industrieländer lassen die Spanische Republik im Stich. Nur das arme Mexiko und die stalinistische Sowjetunion liefern Material und Waffen. Aber Stalin hat kein Interesse an einem anarchistischen Spanien. An dieser wilden Demokratie. An den freiheitlichen Kollektiven in Aragon, in Katalonien oder in der Levante. Denn keine intellektuelle Kritik stellt seinen Staatssozialismus so in Frage wie diese spanische Revolution von 1936. Liste, der hat einige Kollektiven zerstört sogar. Aufgelöst. Mit der Waffe in der Hand, natürlich. Ja, mit Gewalt. Ja. Und auch Stalin war merkwürdigerweise gegen die Kollektivierung in Spanien. Ja. In Spanien hier war er gegen die Kollektivierung, was er in Russland mit Zwang einführte. Ja. Also die großen Güter in Russland wurden Sovchosen, wie man auf Russisch sagt, und die kleinen Bauern, die mussten sich zusammentun in Kolchosen. Das war, und dann da kamen die Prozesse gegen alle, die nicht mit Stalin übereinkommen. Das war Trotzki, das waren Sinowjew, das waren alle, auch alte Bolschewisten. Ja. Und die wurden dann vor allem alte Bolschewisten. Ja. Wie? Vor allem waren es alte Ja, natürlich. Und die wurden dann, die Prozesse gegen sie gemacht und sie wurden ermordet und so weiter. Das war der Unterschied. Und das war, damals spielte sich zur gleichen Zeit ab. Da ging Stalin, aber die Parole Sozialismus in einem Land. Ja. Und Buchanan und Trotzki und so weiter, die waren, ja, die waren ein internationales. Ja, ja. Sie haben übrigens die internationale aufgelöst, die dritte, ja. Und haben dann die Komintern gegründet. Nicht? Ja. Und das war die ganze Linie der Stalinisten. Aber nur keine richtige, keine Revolution. Und wer gegen ihn war, der wurde eben umgebracht. Und so kam es, dass dann innerhalb des Bürgerkrieges, innerhalb der Republikaner. Da fing die Kontrerevolution an. Ja, da gab es zwei Kriege sozusagen. Der eine Krieg gegen Franco. Und der andere Krieg innerhalb. Und wir, die Anarcho-Syndikalisten, wir wollten nicht Truppen, auch bei diesen Ereignissen, die dann in ganz Katalonien, hauptsächlich in Barcelona geführt wurden, haben wir nicht die Truppen von der Front im Kampf gegen Franco zurückgezogen. Das haben aber die Kommunisten gemacht. Ja, und zwar in ganz Katalonien war die Mehrheit der Kollektivisten waren mit den Anarchisten. Ja. Und aber sie wollten eben nicht, da war schon Dorothy tot und es war eben die große Machtentfaltung war Anfang, die ersten 3-4 Monate.
Und dann ging es langsam zurück. Ja, ins Waffen- und Abwehrgebiet. Und da fingen die Kleinbürger und die Republikaner fingen dann an mit den Kommunisten. Das heißt, die Kommunisten haben das beeinflusst, dass ein Rückgang der, eine Konterrevolution praktisch war. Ja, aber der Aufbau dieser neuen Sozialordnung, ökonomisch und sozial, das war friedliches Werk. Ja, nach den Kämpfen, nach den Gewalt. Ja, aber die Kämpfe, Gewalt. Das war eine andere Sache. Die Kämpfe, als Augenblick mal, die Kämpfe waren doch gegen Francos Truppen. Naja. Und die mit ihm gewesen sind, da muss ich, aber das ist doch, hat doch nichts zu tun mit der Kollektivierung. Aber natürlich hat das damit zu tun. Wenn sie nicht mit Gewalt gekämpft hätten, dann hätten sie das nicht machen können. Ich werde diskutieren mit Spanien. Naja, das ist doch eine Tatsache. Ich nenne das nicht gewaltsam, sondern alles dieses war friedliche Arbeit. Dass sie sich dann bewanden und dass sie sich verteidigen mussten und dass sie dann weiterführten, das ist eben, wo in Barcelona die Truppen, Francos Truppen, Godet, die Generäle mit den Generälen Godet und Badet geschlagen wurden, dann verzog sich alles friedlich. Na, bitte, ich war selbst auf der Versammlung, wo sie beschlossen haben, die Transportarbeiter zu kollektivieren. Ja, das, mit Gewalt. Aber das ist doch nicht das Problem. Klar, das Problem der Aufbau, das Problem des Aufbaus, das war ein friedlicher. Friedlich, nachdem die Gewehre gesprochen haben. Ja, kannst du doch nicht sagen, das ist nur friedlich. Und dann mussten sie sich noch verteidigen, sehr oft, gegen die Kommunisten. Naja, aber das war ja nicht, sie haben das nicht getan, um Gewalt auszuüben, sondern um sich zu verteidigen. Und das, was sie bereits gemacht haben, und das kann man doch nicht sagen, dass das eine gewaltsame Revolution war. Die Revolution war für friedliche Ziele. Ja, natürlich. Aber die Gewalt wird ja aufgedrängt von den anderen. Das war doch keine Sache von oben herab. Das Volk hat das selbst gemacht. Ja. Und das war doch nicht gewaltsam. Natürlich war es gewaltsam vorher. Ohne Gewalt hätten sie nicht kollektivisieren können. Ja, aber der Gewalt richtet sich auch gegen die Armee und gegen die Polizei. Natürlich. Und dann ist das, der Aufbau der neuen Sozialordnung war nicht gewaltsam. Der Kampf war gewaltsam. Und das wird immer gewaltsam sein, selbstverständlich. Aber der Aufbau der neuen, die Umstellung, dass alle den gleichen Lohn bekommen und so weiter, das war doch eine friedliche Arbeit. Mehr oder weniger. Sie mussten, die Kollektiven haben Wachen sogar aufgestellt. Ja, natürlich, aber warum denn? Weil sie das ist alles richtig. Aber von Faschisten. Der Aufbau war aber friedlich. Die Sache selbst, die neue Organisation, das war kein gewaltsamer Akt. Franco machte eine Gegenrevolution, einen Putsch, und wir waren dagegen. Und in Italien und in Deutschland waren weder in Italien die Arbeiter noch auch in Deutschland die Sozialisten, Kommunisten, die haben nicht gekämpft. Das alles handelt sich dann um einen Kampf mit militärischen Mitteln. Elsa ist hier. Wo warst du hier in dem Front? Nein, da waren wir zu Besuch bei Durti, bei der Durti. Ach, hier ist jetzt zweimal. Wo war du? Elsa. Aufgestockt. Siehst du auch bestimmt.
Ja, ich kann das doch nicht sehen. Lara! Hier bin ich. Bist du? Also, dann fragst du, was du bei Presse fragen willst. Von Pina, von La Seida bis, wie weit kann ich nicht einmal sagen, dass wir die Schützengräben hatten. Und vis-à-vis, wie viel, welche Distanz ist das? 80 Meter, 100, haben wir immer gerechnet. Und da konnte man nicht aufrecht stehen, kann ich dir sagen. Die hatten Maschinengewehre. Wir hatten ja nur ein Maschinengewehr und die hatten viele. Hier hatten wir überall Schützengräben und mussten immer kriechen. Und da war von morgens, also 24 Stunden auf 24, war immer Wache da. Ja. Und wir haben so die Front gehalten. Und hier haben die Milizianos gerufen, ist einer vom Dorf da, von dem Dorf oder einer von dem. Und dann haben die rübergerufen, jawohl, ich bin von dort. Und da haben die eine Viertelstunde Waffenstillstand gemacht und haben gegenseitig sich Nachrichten gegeben von der Familie, von dem und jenem Dorf. Und dann haben sie gefragt, ja, warum bist du denn da? Und sagen, ja, wir können nicht mehr sagen. Denn dann kam einige nachts, sind rübergekommen, geschwommen, also an den engen Stellen da. Und die haben erzählt, dass die Offiziere hinter ihnen standen, natürlich. Sie konnten nicht erzählen, was sie wollten. Und da waren sogar Verwandte von Milizianos, waren da drüben. Und nach einer Viertelstunde war der Waffenstillstand zu Ende. Und von unserer Seite und ihrer Seite haben die dann geschossen wie verrückt. Voneinander. Und wir mussten noch sparsam sein mit der Munition. Wir hatten nur 50 Patronen für jedes Gewehr. Für wie lange? Was? Für wie lange? 50 Patronen. 50 Patronen und dann mussten wir wieder warten, dass neue kam. Und ein Maschinengewehr für 100 Mann, für die Centuria. Und das war auch ein altes, aber das ging. Und auf der anderen Seite? Die hatten Maschinengewehre noch und noch. Einmal war es wahnsinnig heiß, haben wir versucht, uns ins Wasser zu tauchen. Haben die angefangen zu schießen, wie verrückt. Das war sehr gefährlich. Drei Jahre lang ist Krieg. Es wird geschossen wie verrückt. Nicht nur am Rio Ebro, an der ganzen langen Front, die sich längst durch Spanien zieht. Gegen was sie kämpfen, ist ihnen klar. Gegen den Faschismus. No pasarán. Hier gibt's kein Durchkommen. Aber wofür sie kämpfen, das wird immer fragwürdiger. Beim Fronturlaub erfahren sie, dass die Fortschritte der sozialen Revolution nach und nach zurückgenommen werden. Das trifft besonders die Arbeitermilizen. Diese Milizionäre verstehen sich als politische Kämpfer für Freiheit und Gleichheit. Deshalb sind sie Kriegsfreiwillige, nehmen alle den gleichen Sold und tragen die Abzeichen ihrer Gewerkschaft. Aber jetzt werden diese Milizen aufgelöst. Und an der Front herrscht wieder der alte Kasernenhofton. Die Regierung führt die Wehrpflicht ein und baut einen einheitlichen Militärapparat auf. Mit Offizierskaste, ungleicher Bezahlung, Grußpflicht, Drill. Die Armee wird dem Vorbild der Roten Armee angeglichen. Denn in der Spanischen Republik hat die Kommunistische Partei den Machtkampf praktisch für sich entschieden.
Die Macht kommt aus den Gewehrläufen. Und die Gewehre der Republik kommen aus Moskau. An der Front fragen sich immer mehr anarcho-syndikalistische Revolutionäre, wofür sie schießen. Und wofür sie sterben sollen. Ce n'était ici de l'Obregat. Comme Mars, le 11 septembre pour la liberté de los presos antifascistes. Nein, das hat mit dem Text hier nichts zu tun. Parallèlement à la révolution española, spanische Revolution, hubo una contrarrevolution, gab es eine Kontrarevolution, que se afianzó a medida que la guerra se prolongaba, y las dificultades aumentaban, wurden erhöht, para la España republicana, für das republikanische Spanien. Amplios sectores de la República se inclinaron por el mantenimiento de la legalidad. Um die Legalität aufrechtzuerhalten. Und das ist, ah, du ahnst es nicht. Hier ist der Genosse Sushi. So? Jawohl. Delegierte der Verbindungen, Delegado de Relaciones Comerciales con el Extranjero. Ah. Der junge Sushi. Sie. Na, so jung war ich damals nicht. Ich doch war immer, warst du so jung, natürlich. Na, ich war 46. So, ich war 41 Jahre. Also nicht mehr der Jüngste. Das könnte beinahe ich sein, bin es aber nicht. Ja. Ähnlich. Fing es an, wir haben alle gesagt, die mit uns an der Front waren und die, mit denen wir zusammen waren, die haben gesagt, jetzt kommt die Reaktion, das ist Großgrundstadt und jetzt kommt die Konterrevolution. Ja. Ich muss noch etwas sagen, was noch die Frage war. Damals Armee und Miliz. Und die Milizianos haben gesagt, ja wirklich, die ersten waren, die gekämpft haben. Milizianos immer, Soldat nie. Und da kam doch die Frage, eine moderne Armee aufzustellen, um gegen die moderne Armee der Franco Mussolini und den Deutschen. Aber die Spanier waren erstens nicht kriegsgeübt und zweitens hatten sie ja die Waffen gar nicht, um gegen eine moderne Armee. Und Duterte hatte vertreten, Dienst zu machen, Guerillero, also Kleinkämpfe. Ja, aber das war dann so. Als das war damals auch schon. Krieg, ich weiß nicht genau das genaue Datum, aber es wurde ja beschlossen von der Regierung, als er noch in Valencia war, die allgemeine Wehrpflicht einzuführen. Ja, ja. Wenn auf Franco-Gebiete war sie sowieso, aber auf republikanischen Gebiete nicht. Nein, alles freiwillig. Und dann wurde ja, aber da man
das war so, die anarchistischen, syndikalistischen und anderen radikalen Militäreinheiten, die bekamen keine Waffen. Naja, aber nachher auch nicht. Das konnte man natürlich nicht wissen. Man glaubte, Russland würde die Waffen schicken. Da haben die Anarchisten haben die Konzession gemacht und haben sogar die Einführung während des Bürgerkrieges nur, nicht auf immer, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht dafür gestimmt. Das war ein Fehler, ein Irrtum, aber wer macht keine Irrtümer? Und sie glaubten damit... Sie glaubten immer noch, dass die Kommunisten interessiert sind. Das war die Sache. Mai 1937. Barrikadenkämpfe in Barcelona. Die Anarcho-Syndikalisten halten die Arbeiterbezirke besetzt. Die Kommunisten beherrschen die Machtzentralen der Innenstadt. Die Kämpfe dauern eine Woche. Danach spielen die anarchistischen Gewerkschaften und ihre Milizen keine politische Rolle mehr. Auch wenn ihre kompromissbereiten Führer noch in der Regierung sitzen. Die soziale Revolution ist geschlagen. Die Komintern macht Politik im Weltmaßstab. Und im Mittelpunkt dieser Welt steht die Sowjetunion. Und im Mittelpunkt der Sowjetunion steht die stalinistische Bürokratie. Spanien ist nicht wichtig. Wichtig ist es, dem Regime linke Opposition auszuschalten. Diesem Zweck dienen in der Sowjetunion die Moskauer Schauprozesse, die Arbeitslager, das Archipel Gulag. Und in Spanien die Erschießungen, die Folterkeller und allgegenwärtig Stalins Geheimpolizei, die GPU. Stalin hat die spanische Revolution besiegt. Franco wird den Krieg gewinnen. Nach den Maitagen haben wir beschlossen, wir fahren zurück. Das hat keinen Sinn, die Kontrarevolution ist schon da. Und wir waren im Hafen in Barcelona und da waren 7, 8 Tische, wo kontrolliert wurde, Pässe, Schiffsplatz, unsere Koffer waren schon auf dem Schiff. Und ganz am Schluss, vor dem Schiff eigentlich, bevor man auf die Treppe hochkommt, war noch ein Tisch. Wir mussten auch noch vorbei, aber das war die inoffizielle Stelle eigentlich. Und die haben ihre Liste gehabt und gesagt, ach, entschuldigen Sie, wir brauchen Sie noch für einige Informationen, nur kurze Zeit, aber wir werden Sie zurückbringen zum Schiff, kommen Sie mit. Und ich habe sofort begriffen, das ist die GPU, die Polizei. Und da habe Krach geschlagen, alle Leute hinter uns, und habe dann laut geschrien, hier sind Thalmanns, wir wollten aufs Schiff und die verhaften uns. Und wir meldet es bitte dem Konsulat in Marseille. Und dann sofort war eine ganze Gruppe ziviler Menschen um uns und sagt, beruhigen Sie sich. Nein, nein, Sie kommen gleich wieder zurück. Und die haben uns dann ins Auto reingedrückt und haben uns, wir haben natürlich nicht gesehen, wie Wien, mindestens eine halbe Stunde durch die Stadt gefahren und uns in die Puerta, also nachher wussten wir, das Puerta del Anaheim.
Und dann wurde ich nächtelang verhört. Die kamen immer so um 12, 2 Uhr mich holen, haben mich nächtelang verhört. Wie heißen Sie? Wie heißt, kennen Sie Franz Heller? Wer ist Casus Belli? Da hatten Sie einen. Wollten Sie die Adresse von Casus Belli stundenlang? Mhm. Und Panduren gestellt. Da hatte Pavel einen Zettel geschrieben, den haben Sie erwischt. Und da stand drin, also, der Casus Belli ist und so weiter. Und dann zum Schluss habe ich gesagt, hören Sie, Casus Belli finden Sie eben in der Enzyklopädie, wo er gewohnt hat und wer er ist. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe mit Casus Belli. Und also das ging nächtelang, immer zuerst mich und dann Pavel. Pavel hat eigentlich immer verweigert auszusagen, die waren dann etwas grob mit ihm. Und ich habe ihm dann immer, er wurde dann versetzt in eine untere, die untere Etage, wo die auch die Männer waren. Und ich war oben und ich fing an zu singen. Und fing an zu singen in Schweizerdeutsch und habe ihm dann immer erzählt, über was ich ausgefragt wurde. Habe angefangen, um ihm Zeichen zu geben. Und dann sein Nachbar, der mit ihm in der Zelle war, sagt, deine Frau singt, jetzt hör zu. Und dann habe ich gesungen, hollari, hollari. Jetzt noch Hans Vivito verhört, zum Verhör geholt, holla diri ja ho, han mi über die Vergangenheit gefragt, holla di, holla di ho, ob ich schon in Deutschland gewesen bin, holla diri ja ho, und han bigost alles gewusst, dass ich nach Deutschland gegangen bin, da han ich illegales Material überbracht. Und dann kam die Wächter und sagte, verboten zu singen. Sag ich, das wäre ja gelacht, dass man nicht mehr singen kann. Und da war ich... Alter, wie fängt's an? Wie fängt's an? Revolution pour que la terre soit un séjour d'égalitaire. Revolution pour renverser tout ce qui peut nous opprimer. Opprimer. Révolution pour que les sciences en paix nous donnent leur jouissance par la raison et par l'action debout partout révolution. Gott, man, ich hatte auch Erich Mühsam ein schönes, aber das Gedicht der Revolution, kennt ihr das? Ja, ja. Ja? Das ist ein eiserner Bestandteil. War einmal ein Revolution. Im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzern mit und er schrie, ich Revoluze! Und das Revoluzzer kam ihm höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten durch der Straßen mitten, wo er sonstens unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses schönen Leuchtelichts. Bitte, bitte, tut ihm nichts. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten. Unser Revoluzzer schritt sich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dabei doch Lampen putzt. Was auf die endgültige Niederlage der Republik folgte, ist bekannt. 40 Jahre Franco-Diktatur. 40 Jahre bewaffneter Frieden. Das kapitalistische Europa lobte das gute Investitionsklima in Spanien, die niederen Löhne und baute Ferienkolonien an der Mittelmeerküste. In Spanien gab es keine nationale Versöhnung, nur Sieger und Besiegte. Die Rache der Sieger war furchtbar.
Wer nicht getötet wurde, verschwand in den Gefängnissen. Eine öffentliche Diskussion war 40 Jahre lang unmöglich. 40 Jahre lang. Zu den Gewohnheiten einer ganzen Generation gehört das Reden hinter vorgehaltener Hand oder das plötzliche Verstummen. Angst vor Denunziation. In diesen 40 Jahren war Spanien ein Teil des freien Westens. Aquí tengo un artículo del País, escrito 22 de agosto del 82. Y aquí hay una foto de la Plaza Mayor, ¿no? Y pone, la Plaza Mayor de los Molinos sirve de reunión a los viejos anarquistas del pueblo. Entonces venimos aquí y a ver dónde están los viejos anarquistas. Bueno, los viejos anarquistas han ido desapareciendo ya al transcurso del tiempo, porque muchos anarquistas es por que de antaño han estado subyugados a los que aquí llamamos caciques, y estos los empleaban como braceros y por un mísero jornal los hacían trabajar. Entonces este movimiento surge precisamente por eso, de repulsa a ese avasallamiento que tenían. Y entonces ya entre la guerra y luego la posguerra han ido desapareciendo poco a poco. ¿Y hoy no quedan los caciques, no? Sí, quedan algunos, pero como hemos dicho también, con el miedo metido en las entrañas. Sí, aquí es el título del artículo. Exacto. Sí. Con el miedo metido en las entrañas. Y muchas veces no quieren aparecer ni en prensa, ni en radio, ni televisión, ni nada, porque creen que eso les puede redundar muchos perjuicios, porque así ha sido durante la guerra y posguerra. Sí. ¿Y qué pasa con Miguel Torres Herrera? Bueno, Miguel, alias El Topo, o sea, ¿qué ha pasado con él? Miguel Torres Herrera aún vive todavía. La historia de este hombre pues fue que después de la guerra tuvo que esconderse aquí en el pueblo, tuvo que hacer un túnel en su casa, y allí cuando iba la Guardia Civil a buscarlo no lo encontraba porque tenía el túnel este muy disimulado. Y una de las veces, pues cuando fue la Guardia Civil allí, lo encontró fuera del túnel y él no pudo esconderse, y lo único que se le ocurrió meterse en una gran tinaja. En una tinaja que es un cacharro de estos, pero así de grande. Y se metió por aquí y allí se escondió. Se escondió y allí se tapó. En la tinaja le echaron un trapo encima, recorrieron toda la casa y no lo encontraron. Pero después de marcharse, un guardia civil pensó, dice, ahí va, allí había una tinaja que no la hemos mirado. Volvieron y justo allí estaba. Sí, Miguel Torres Herrera. Miguel Torres Herrera. Sí. O sea, es que queríamos preguntarte, o sea, nosotros hemos leído un artículo en el periódico, ¿no? Ya. O sea, entonces supimos que has estado 9 años escondido. Yo vivo en la cárcel 10. Sí. O sea, ¿cómo te encontraron aquí? Habla de lo que quieras. Habla tú. No. Ya que en 10 no te espero. ¿Qué tal? Ese es el que te dije ayer. Eso es peor que lo que se arranca. Sí, el otro no. El otro bueno, el otro. El otro ya mataron a una familia. Sí. Sí. Bueno, a ver, dime. Pregunta sí. Lo que quieras. No, dime. O sea, ¿por qué te tuviste que esconder? Pues porque vi que al que cogían nada más por participar, pues lo pelaban. ¿Tú en qué habías participado? Yo había estado unos 4 meses en un comité de agricultura para preparar la simiente de siembra. Sí. Y todas esas cosas. Las colectividades. Sí, eso, la colectividad, sí. Que se formó. Sí. ¿Y después qué hiciste? Nada. ¿No eras nada? ¿Jefe de colla? No, que va a ser. Sí. O sea, que tú estabas encargado de preparar las simientes. Yo acataba las órdenes de un comité que había de agricultura. Exacto. Sí. Un peón. ¿Y cuánto tiempo estuviste escondido? Nueve años. ¿Nueve años? ¿Ocho años y uno en la cárcel? Nueve años y uno en la cárcel 10. Ah, sí.
Entonces, ¿qué hacías durante todo este tiempo que estuviste escondido? Pues estar con la familia, no podía hacer otra cosa. Bueno, pero en el túnel siempre. No, no. El túnel lo tenía dentro de casa. Sí. Lo tenía si preparado. Venía alguien, se escondía en el túnel. Eso es. Si no venía nadie, pues estaba dentro de casa con la familia. Sí. Pero sin saberlo nadie más. Sí. Lo más imprescindible más que la familia. Sí. ¿Y cómo te encontraron? ¿Te delató alguien? Pues me encontraron, hicieron tres registros. Sí. Y el tercero es cuando me encontraron. Sí, pero en un pueblo tan pequeño, o sea, parece mentira, ¿no? ¿Qué pasa en estas cosas? Aquí no se ha respetado ni pueblos pequeños ni pueblos grandes. Aquí todos han pasado por el mismo aro. Y en este pueblo aún ha habido suerte que no se han hecho las salvajadas que se han hecho en otros. Porque aquí primeramente, en el momento que se vino la sublevación, hicieron una lista que nos metieron apuntados a 26 para matarnos. ¿Eh? Sí. Y vino la revolución y triunfamos un año o dos aquí. Pero después hubo la venganza de las izquierdas. Sí. Al ver la lista esa, pues se vengaron y mataron a estos dos que hay. Sí. Bueno, la explicación es que antes del 36, en vísperas de estallar la Guerra Civil de España, los fascistas de este pueblo tenían preparada una lista ya para las personas que tenían que fusilar. 26. Y entonces esa lista cayó en manos de los republicanos. Sí. Claro. Entonces ellos hicieron lo que ellos hubiesen hecho. Claro. Y claro, pues luego terminó la guerra, como fueron triunfantes, entonces tomaron las represalias por aquello que se cometió. Sí, al principio la guerra. Sí. Y eso es lo que ha ocurrido, no aquí, sino en todos los pueblos. ¿No? Sí. Son gente sin conciencia, sin corazón y sin nada. Porque no tienen ni cultura ni nada, pero de mala intención y de mal corazón. Sí, sí. Contra el que nos da forma a ellos, a sus vídeos. Mucha fuerte y salud. Gracias. Agradecido, ¿eh? Mucha salud para los años que vienen. A ver si nos volvemos a ver, hombre. A ver, unos años más. Bueno. Aber wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen, dann finden wir, dass es bei allen Revolutionen so gewesen ist. Ja, und eben, weil sie Kompromisse vielleicht alles anders gekommen. Das war auch in der großen Französischen Revolution. Ja. Und so kam Napoleon zur Macht. Und darum muss man die Lehren ziehen, dass das total falsch war. Das ist Lehren ziehen. Aber wenn dann der Geist nicht mehr so revolutionär ist, ist es schwer. Da hat sich gekämpft an den Fronten. Naja, aber gerade die hatten nicht die Macht, sie waren nicht in der Stande. Sie hatten ja nicht mehr so viele Waffen wie ihre eigenen, also im revolutionären Lager. Sie hatten nicht, die anderen hatten die Kommunisten und die Bürgerlichen und Sozialisten, die hatten mehr Waffen als die Anarcho-Syndikalisten. Ja, aber wir haben doch die Front trotzdem gehalten in Aragon. Und dann wurden Handgranaten schon fabriziert. Gewisse Sachen. Aber Franco hat trotzdem Fortschritte gemacht, militärisch gesehen. Ja, aber was hat die Armee gebracht? Na ja, keinen einzigen Erfolg. Alle zusammengehauen. Wären die Anarchisten konsequent gewesen, wäre wahrscheinlich, hätte es nicht 3 Jahre gedauert. Es hätte Guerillakrieg gegeben und es wäre Katalonien, in der Sozialisierung weitergegangen. Das ist Annahme, das ist Hypothese, das ist möglich, aber auch nicht möglich. Jedenfalls ist es immer so bei allen Revolutionen, dann ist zu Anfang ist die Begeisterung da und dann geht es vorwärts. Aber mit der Zeit, 1 Jahr, 2 Jahre beispielsweise, wenn die hingehen, dann verschwindet diese Begeisterung. Ja, aber sie ist auch verschwunden, zum Teil,
weil eben die Anarchisten nachgegeben haben. Ja, das ist immer so. Ich weiß nicht, sie haben Irrtümer begangen wie jede. Kein Mensch und keine Bewegung ist vollkommen auf allen Gebieten. Das geht, sowas gibt es immer in Revolutionen, also insbesondere. Es gibt grundsätzliche Fragen und das hatte man ja die große Hoffnung, dass... Aber das war nur schwer. Man kann beides begründen und kann Argumente für dies und jenes anführen. So ging eben der Lauf der Geschichte. Im Grunde genommen ist... das war das Schwierige, dass die Franzosen nichts gemacht haben und die internationale Arbeiterbewegung. Natürlich hätte Léon Blum uns damals gleich, das war im August. In 3 Wochen wäre der Krieg fertig gewesen. Dann wäre es anders geworden. Que se casa después vosotros personalmente y también después de la muerte de Franco. Tranquila. Y entonces pensar, por eso que la represión fue tan dura, que si en realidad de esta gente que no había presenciado nada y que no había actuado de nada, pudieron llenar tantas cárceles, y se calcula que en Barcelona hubo 50.000 fusilados. No quiere decir que todos fueran de Barcelona, sí. Le has preguntado que cuántos años ha sido una cárcel. Entonces se pasó 11 años. En Italia, en Francia, en Inglaterra, 11 años es una eternidad. Pero aquí no puedes ni decirlo. Ni decirlo. Porque gente que se ha pasado 20 años... Hay a millares. Por ejemplo, en Francia, el que bate el récord de años cárcel, pero políticamente hablando, es Blanqui, que se pasó 30 y pico, ¿no? Luego le seguía un anarquista que es el Luis Lecuan, que desde antes de la guerra 14 se negó a ir a la guerra, todo por cuestiones políticas, ¿no? El que arrancó el estatuto objeto de conciencia de Gol, Luis Lecuan. Es decir, que hay uno, dos, de 20, de 25 años. Aquí hay miles. Y había entonces una sensación de país realmente no conquistado, porque hay una cierta ironía. Había una sensación de país ofendido, humillado y sobre todo degradado. Se preocupaba tanto por esto, se notaba tanto esto, que era un pueblo degradado, este pueblo que tardará mucho en recuperarse, tardará mucho, porque la gente tiene que notar que lo que ocurrió es todavía mucho más trágico que las muertes, la represión de la cosa inmediata, es lo psíquico. Tardaremos muchos años en superar la sensación de degradación que ha significado esto. Porque incluso todo lo que ellos han manifestado, que es una maravilla, que me entusiasma porque lo hacen desde una perspectiva de rebeldía, esa rebeldía, incluso en ellos mismos, se nota cómo este pueblo está degradado. Y millones de personas degradadas de ese límite tardará mucho, es como un lastre terrible a superarlo. Y la gente en aquel momento daba justo la manifestación. Gente humillada y dispuestos a esta humillación para siempre. Y entonces este país solo tiene una gran posibilidad de recuperación. La indignación. La gente que todavía sea capaz de indignarse contra lo que está ocurriendo, contra lo que ha venido ocurriendo, es la posibilidad. Y esta indignación, y por eso me identifico con ellos, yo no soy nada de lo que sea definible, pero me definiría entonces como con una cierta tendencia a autolibertad, no sé cómo se llamaría esto, autolibertad. O sea, la gran imposibilidad de este país es lo que todos más o menos desde cualquier punto de vista propagan, que es el anarquismo. Pero anarquismo en cada individuo. Todo el individuo que realmente sienta una sensación anarquista podrá hacer por este pueblo, este país, lo que no podrá hacer ningún tipo de organización, porque todos están degradados. Y están degradados por aceptar esta humillación durante años, incluso los que gobiernan en este momento. Porque si tuviesen algún tipo de conciencia de sí mismo, no estarían gobernando este país como lo están haciendo.
26. Januar war das, 1939. Ich lag im Bett und ging da raus, ich sah niemand mehr da. Es war die Bürozeit, wo man anfing zu arbeiten, keiner da. Ging dann raus und dann sah ich, was los war. Auf der Straße waren alle Papiere und zerrissen. Und die Leute, Franco kommt, besetzt Barcelona, rette sich, wer kann. Ich habe alles stehen und liegen lassen, meine ganzen Papiere. Da kam gerade ein Lastauto voll mit Flüchtlingen, mit Kindern. Ich sprang auf und fuhr zur Grenze. Als ich dann in Frankreich war, war ich also gerettet. Und später gelang es mir, als spanischer Flüchtling, denn ich bin ja während des spanischen Bürgerkriegs Spanier geworden. Ich wurde aus Deutschland ausgebürgert und bin da als Spanier in Marseille als spanischer Flüchtling nach Mexiko gekommen. In Frankreich waren wir ohne Geld, ohne alles. Und da war dann, haben wir gepumpt, Geld gepumpt bei einem gewöhnlichen Mann auf der Post, dass wir ein Telegramm schicken können. Und sollen uns Geld schicken in der Schweiz und die haben uns zurücktelegrafiert. Um Gottes Willen, kommt nicht in die Schweiz, da seid ihr nämlich auch verurteilt vor dem Militärgericht. Ich als einzige Frau, wegen, ich hätte Leute angeworben für die spanische Armee und Pavel, weil er in der Armee war. Und dann sind wir nach Paris. Die haben uns dann Geld geschickt und dann sind wir nach Paris gefahren. Und dann wussten wir natürlich, dass eine blutige Reaktion eingesetzt hat. Das wussten wir. Es gab ziemlich immer wieder Maquis, die sich gewehrt haben. Aber das war ja eine kleine Minderheit. Ich habe folgendes Gefühl, dass heute die Menschen, die meisten Menschen, einfach Angst haben und dass die Geschichte von 36 bis 39 während der 40 Jahre Diktatur ausgestrichen ist, hat man versucht auszustreichen, dass es überhaupt nicht existiert. Frage die Leute, die während dieser Zeit in die Schule gingen. Man hat auf mich oft die Frage gestellt, ob sich dies, was in Spanien durchgeführt worden ist, noch einmal wiederholen könnte. Das ist eine wichtige Frage und wenn man die Geschichte beobachtet oder sich da versucht, sich damit zu beschäftigen, dann findet man, dass es niemals die gleiche Revolution zum zweiten Male gibt. Sondern dass auch jetzt, so wie es damals war, wird es dann nicht mehr sein. Aber sicherlich hat die soziale Revolution, die Gründung von Kollektiven in Stadt und Land, hat Wirkung ausgeübt. Das ist zwar jetzt Geschichte, aber es wird auch in Zukunft Einfluss ausüben auf die Entwicklung der spanischen sozialen Verhältnisse. Der von gestern hat ja auch gesagt, was über die über den Bürgerkrieg gesagt wird, ist nichts. Er versucht da und dort was einzuflechten, auch dein Lehrer da. Aber die Schulbücher sind ja noch nicht einmal aktualisiert über den Bürgerkrieg. Man muss immer wieder appellieren. Nicht wählt alle fünf Jahre einen Abgeordneten und dann werdet ihr befreit sein. Sondern man muss an die Arbeiter, an die Bauern, an die Bevölkerung appellieren, selbst ihre eigene Befreiung in die Hände zu nehmen. Das heißt, man muss nicht das Klassenbewusstsein ist heute so wichtig, sondern das Selbstbewusstsein der Arbeiter. Nicht eine einförmige Gesellschaftsordnung nach einer Form wie in Russland. Und tatsächlich hat gezeigt, dass Russland ökonomisch bankrott gemacht hat. Sondern es muss Freiheit gestehen, wie es in der ersten Internationale gelehrt wurde. Die Beschäftigten in einem Betriebe, Hand- und Kopfarbeiter, wie man damals sagte, die sollen es selbst übernehmen und nicht dem Staat überlassen. Sondern sie müssen dann, und dann kommt das Selbsttun und dann kommen freiheitlichere Gesellschaftsformen. Und für diese müssen wir uns einsetzen. Aber ich denke immer an diese Frau, die hat völlig recht gesagt, 40 Jahre kein Wort über die spanische Revolution. Aha. Was das heißt? Fotografiert ihr immer noch?
Ein gesunder Abscheu vor den offiziellen Wahrheiten, vor dem Gepränge der Macht und ein leidenschaftliches Interesse für das wirkliche Leben. Diese Beschreibung anarchistischer Revolutionäre haben wir bei dem Schriftsteller Victor Serge gefunden. Es sind diese Wesenszüge, die unser Interesse weckten und uns den Zugang zu Clara und Augustin ermöglichten. Sie haben ihre innere Unabhängigkeit nie einem äußeren Abhängigkeitsverhältnis geopfert. Was sie lebten, war ein knappes Jahrhundert Kampf. Ein knappes Jahrhundert Niederlagen. Übrig geblieben ist ihre Idee. Und die ist nicht besiegt worden. Übrig geblieben sind ihre Wahrheiten. Unterdrückt von denen, die im Westen wie im Osten an die Macht gekommen sind. Ihre Geschichten sperren sich, liegen im Widerspruch zueinander, sind unfertig. Das macht sie für uns sympathisch. Am 1. Januar 1984, ein halbes Jahr nach unserer Spanienreise, ist Augustin Zushi gestorben. Thank you.